Hallo zusammen. So, morgen geht's los. Ich musste mein Kosmetiktäschchen packen und ihr kennt das ja wahrscheinlich. Man hat irrsinnig viele Utensilien, um sich schöner zu machen, um sich mehr Frische ins Gesicht zu zaubern, um die Augen zu betonen, um die Lippen schön aussehen zu lassen, um den Teint frischer, ebenmäßiger aussehen zu lassen. So, unzählige Produkte stapeln sich im Bad oder wo auch immer ihr eure Sachen aufbewahrt habt, Paletten etc. pp. So, und dann hat man natürlich die Qual der Wahl. Ich habe festgestellt, dass diese Videos, What's in my bag, also was ist in meiner Tasche, in dem Schminktäschchen, sehr beliebt sind. Und ja, und da ich ja auch morgen wegfahre und jetzt nichts Großartiges vorhabe, es ist ja nicht so, dass ich auf eine Kreuzfahrt gehe und jetzt oder einen wahnsinnigen Luxusurlaub mache, deshalb ist es relativ wenig, was ich eingepackt habe. Das passt alles in dieses kleine Täschchen. So, hier ist alles drin. Hier ist alles drin. Das ist ein kleines Täschchen und das werde ich euch jetzt vorführen. Also, womit beginne ich denn jetzt? Ich werde das mal alles auskippen hier. Ja. Also, das ist nochmal das Täschchen, ist wirklich klein. Und was schön ist in dem Täschchen, das ist jetzt ein Prada-Täschchen aus Nylon. Das habe ich schon 15 Jahre oder so. Hier ist noch so ein extra Täschchen drin. Und da kann man schön Schmuck reinmachen. Oder ich habe hier immer so ein kleines Parfum noch mit drin. Alles klein, minimalistisch zusammengeschrumpft. Womit beginne ich denn jetzt? Also, ich habe mir drei Pinsel rausgesucht. Einmal ein Pinsel für einen Puder. Ja, ihr habt richtig gehört, ein Puder. Ich zeige euch den gleich. Dann den MAC Verblenderpinsel und hier ist nochmal von Seba so ein kleiner Verblenderpinsel. Also diese drei Pinsel müssen ausreichen, ansonsten mache ich alles mit den Fingern. So, ich habe mich gegen ein Make-up entschieden. Also keine flüssige Foundation, keine Powder Foundation, die Bominerals, die ich sehr mag und ein absoluter Favorit ist. Ich habe mich für die Glow Tinted Day Cream von L'Oréal entschieden. Die getönte Tagescreme. Die kennt ihr nun auch mittlerweile in- und auswendig. Die habe ich auch in einem Drogerie-Favoriten-Video lang und breit vorgestellt. So, also die muss ausreichen. Getönte Tagescreme. Ich habe, wie gesagt, nichts Irrsinniges davor. Zur Pflege. Deswegen habe ich das in diesem Täschchen drin und nicht jetzt in diesem Beauty Case. Das ist ein kühlendes Augengel von der Firma Dalton. Das ist ein Augengel, ein abschwellendes, kühlendes, faltenauffüllendes, vitalisierendes Augengel mit Rotalge und Planktonextrakt. Es ist eine sehr schöne Auftragungsweise, eine sehr hygienische Auftragungsweise mit einem Metallapplikator möglich für zwischendurch. Das heißt, man drückt hier so drauf und dann kommt hier so ein Produkt raus und dann kann man sich das sehr schön unter dem Auge, ich würde es so in eine Richtung machen, kann man sich das aufgeben und die Reste einklopfen. Ist prima für die Handtasche und auch für zwischendurch. Wie gesagt, hygienische Anwendung. So ein kühlendes Augengel muss auf jeden Fall. Es ist immer in meinem. Ich habe auch in der Tasche, also in der Handtasche, irgendwie immer eine kleine Augencreme. Weil die Augenpartie, die trocknet einfach aus über den Tag. Egal was wir machen. Wind draußen, Heizungsluft drin. Und wir blinzeln ja auch den ganzen Tag. Ne? Die Augen sind ja ständig irgendwie in Bewegung. So, ah ja, die Nägel. Ich habe einen ganz einfachen Nagellack gewählt von Maybelline Superstay Farbe Porcelain, also Porzellan. Ist jetzt so eine Limited Edition, frisch aus New York. Ist eine, so eine unspektakuläre Farbe. Da muss man nicht so aufpassen wie bei einem Rot zum Beispiel oder bei einem sehr dunklen Ton. Bin ich ganz zufrieden mit. Also der, dann ein Concealer ist dabei. Falls ich mal Bock drauf habe, meine Augenpartie aufzählen oder eben so kleine Rötungen abzudecken. Das ist dieser Age Perfect Concealer von L'Oréal. Ich mag eigentlich auch sehr gern diesen Airbrush Concealer von Clinique, aber der ist mir ein bisschen zu hell. So, den habe ich auch hier liegen, aber den werde ich nicht mitnehmen. Der ist mir zu hell. Weiterhin, hier, Mascara. Die Deep Extension, Deep Black Extension von Dalton mit einem schönen Silikonbürstchen,
Die macht sehr schöne, lange, geschwungene Wimpern. So, das, ich trage das so dreimal auf. Einmal auftragen, ein bisschen warten, nochmal und nochmal. Und verschmiert auch nicht über den Tag, obwohl sie nicht wasserfest ist. Und ist eine sehr schöne Abtragungsweise auch möglich. Also, bei manchen Wimperntuschen hat man das Gefühl, wenn man sich abschminkt, sieht man aus wie ein Panda erstmal. Ne? Also, tolles Produkt. Weiterhin für die Augen habe ich überlegt, was nehme ich jetzt für einen Lidschatten mit? Nehme ich, ja, eine Puder, eine Palette kam gar nicht in Frage. Ich habe mich jetzt für drei Lidschatten entschieden. Der eine, das ist von Brown Minerals. Dieser Nude-Ton, den hatte ich auch schon mal vorgestellt. Den kann ich sowohl als einzelne Lidschatten, um die Lider aufzuhellen, oder eben auch als Primer benutzen. Eine ganz tolle Farbe. Sehr smooth, cremig, putrige Konsistenz, da setzt sich nichts in den Falten ab, also da reicht auch alleine oder eben als Primer. Dieses Stück, und dann habe ich mich entschieden für zwei, ihr seht die Farben, Longwear Cream Eyeshadow Sticks von Bobbi Brown. Den einen habe ich auch drauf, die Farbe Stone habe ich drauf. Ja, was hat das mit diesen Stiften auf sich? Ich bin ja bekennender Bobbi Brown Fan, schon seit vielen, vielen Jahren. Und es gibt auch diese Töpfchen, diese Glastöpfchen, diese Cream oder Longwear Cream Eyeshadows, und diese Stifte sind eben für die Reise oder für die einfache Handhabung, besonders für Frauen, die es unkompliziert mögen, bestens geeignet. Diese Stifte sind wasserfest. Es ist eine leichte, cremige Textur, also super leicht auch zum Auftragen. Das ist jetzt übrigens hier so ein Eisblau. Hält den ganzen Tag, da setzt sich nichts ab, da bröckelt nichts, da bröselt nichts. Es ist, ihr braucht da auch keinen Pinsel, ihr könnt das wunderbar mit dem Finger verblenden, ihr könnt auch Akzente setzen, ihr könnt das ganze Lid damit ausmachen, ihr könnt euch einen Lidstrich machen, ihr könnt euch Smoky Eyes damit machen, alles. Also toller Einsatz ist mit diesen Stiften möglich, und dann in dieser Farbe, das ist die Farbe Stone, die ich auch drauf habe. Zeige ich auch gerne nochmal. So. Das muss ausreichen für die Augen. Für 2,5 Wochen oder so. Gut. Dann habe ich weiterhin für die Augen noch diesen, das ist momentan ein totaler Favorit meinerseits, von Marc Jacobs. Das sind diese Highliner, Feinhighliner, gibt es auch in sehr vielen Farben. Das speziell ist die Farbe Foxstone, heißt das, glaube ich. Das ist so ein Grau, habe ich jetzt nicht drauf, mit leichten Glitzerpigmenten, aber ganz, ganz leicht. Kann man, wie gesagt, für den Lidstrich benutzen, oben drauf oder unten drunter, leicht verblenden mit einem Q-Tip. So, weiterhin ein Stift hier, das ist dieser Charlotte Tilbury Pillow Talk, der Lip Liner. So, bleiben wir bei den Lippen, genau, die Lippen. Ich habe heute drauf einen Stift von Maybelline. Den habe ich mir schon, also zum dritten Mal gekauft. Baby Lips. Farbe, warte mal, Creme Karamell. Diese Stifte sind mega. Ihr seht sie auf meinen Lippen. Schöne, cremige, sanfte, weiche Textur. Da trocknet nichts aus. Gut, ich habe ein bisschen Pflege drunter. Die sind weder matt noch glänzend. Das ist genau so ein Zwischending, wie man so Lippen mag. Einfach nur so ein bisschen so ein Wetteffekt. Ja? Kann ich wärmstens empfehlen, wer jetzt nicht so viel Geld ausgeben möchte. Das ist so eine Farbe, die passt eigentlich zu allem. Die passt immer, jeden Tag. Dann, der darf nicht fehlen. Das ist die, glaube ich, die Kokorit Shine. Das ist dieser tolle Lipgloss. Farbe 748 oder so. Mit dem Wahnsinnsapplikator. Wunderschön. Den könnte ich jetzt zum Beispiel, auch wenn ich wollte, könnte ich den jetzt noch hier drüber geben. Und schon wirkt das ein bisschen dunkler. Die kleben nicht. Die bappen nicht. Die sind, also deshalb haben sie auch ihren Preis. Der kommt mit.
Und dann dachte ich mir, naja, vielleicht mal ein bisschen rosa. Ich weiß es nicht von Urban Decay, ich weiß es nicht genau die Farbe. Ich schaue nach mit der Brille dann nachher und schreibe es in die Infobox. Den habe ich im letzten Jahr gekauft. Das ist auch so ein Rosé Nude. Ein sehr schöner Ton. Auch immer einsetzbar. So, jetzt kommen wir zum Rouge. Da habe ich lange überlegt, was nehme ich für einen Rouge mit? Ein Creme Rouge auf jeden Fall. Und ich habe mir gedacht, als ich so meinen großen Schminktrolley mir mal so durchgeschaut habe, nimmst du doch mal das Rouge mit. Das hast du schon seit 2 Jahren und benutzt es so wenig. Das ist von Lancôme. Das war damals eine Limited Edition vor 2 Jahren. Vor 2 Jahren im Frühjahr kam das raus. Rose Hausmann. So, das ist dieses stark pigmentierte Rouge. Ich habe es drauf heute. Weil mit einem pinkfarbenen Rouge habt ihr immer sofort diesen absoluten Frische-Effekt auf dem Gesicht. Absolut. Also mit einem pinken Rouge kann man nichts falsch machen. Der ist sehr stark pigmentiert. Ich hatte auch schon Kommentare, wo es dann hieß, ja, der Lavera Blush, den ich mal vorgestellt habe, so ein cremiger, der hat nicht so eine Farbpigmentierung, der ist nicht so intensiv, der verschwindet. Also der verschwindet nicht über den Tag. Der bleibt sitzen, aber ich glaube, den gibt es nicht mehr. Aber vielleicht kann man ihn noch im Netz bestellen. Aber generell, die Produkte von Lancôme sind ja auch sehr hochwertig. Ist ein toller Blush. So. Also der muss jetzt mal wieder zum Einsatz kommen. Der wurde so stiefmütterlich behandelt. Dann darf natürlich nicht fehlen für die Augenbrauen. Das ist eine Augenbrauenmascara, auch von NE Cosmetic Milano. Kämmend, fixierend, färbend, in der hellsten Farbe mit einem ergonomischen Bürstchen. Dann kann man sich sehr schön die Augenbrauen mit auffüllen. Muss ich jetzt nicht extra so ein Bürstchen mitnehmen oder eine Pomade mitnehmen oder so einen Stift mitnehmen oder so ein Augenbrauenpuder. Ist alles viel zu viel Gedöns. Also hier Minimalismus im Schminktäschchen. Und als dann habe ich überlegt, ja, Glow. Gut, ich habe jetzt hier so ein bisschen Glow drin. Also ich nehme jetzt kein Serum mit. Soll ja alles in das Täschchen passen, auch nicht so viel Glasflaschen. Ich habe hier einen von Hourglass. Das ist ein Luminous, also ein Powder. Ja, wie soll ich das jetzt erklären? Ein Lightening Powder. Das ist, man erreicht mit diesem Puder so ein Fotofinish. Das ist jetzt kein Bronzer, es ist praktisch ein Mittelding, ein Zwischending zwischen einem Puder, einem Fixing Puder und einem Bronzer. Und die gibt man praktisch als letzten Schritt auf das Make-up auf oder auf die Haut auf. Und man erreicht damit Folgendes, dass man so eine gewisse Leuchtkraft hat, so eine Strahlkraft hat. Das setzt sich auch nicht in den Fältchen ab und man so kleine Unebenheiten, die verschwinden auch. Ich werde den jetzt mal mit einem großen Pinsel euch hier auftragen. Und so. Ein sehr, sehr schönes Produkt. Ist nicht billig. Also so ein Puder lasse ich mir gerne gefallen. Und das Schöne ist, man kann auch dieses Puder als Lidschatten benutzen. Also man kann jetzt sich noch ein paar Highlights setzen, wenn man möchte. Zum Beispiel unter den Augenbrauen. So. Auf jeden Fall kommt er mit. So. Ist ein tolles Produkt. Luminous Light. Ja. So, ihr Süßen. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so macht. Mädels, wenn ihr auf Reisen geht. Was ich eben schön fand, früher hatte man diesen Beauty Case. Ne? Also ich benutze den auch noch, einen Beauty Case. So, wenn ich jetzt mit dem Auto verreise, dann fliegt das nicht alles so rum. Kann man alles schön ordentlich reinstellen. Man hat immer so eine Übersicht. Schminktäschchen gibt es ja nun auch sehr, sehr viele. Also viele Größen, viele Formen. Gar nicht so einfach, das passende Schminktäschchen zu finden. Also dieses Ding, mit dem bin ich sehr happy, mag ich sehr gerne. Und das war damals auch schon teuer. Wahrscheinlich ist diese
diese Labels, die werden ja immer teurer, ne? Ob das jetzt Louis Vuitton ist oder auch Prada oder Gucci, von Jahr zu Jahr, das ist eine Geldanlage, wenn man so eine Tasche hat. Ne? Also jetzt nicht so ein Täschchen, aber generell so eine richtig tolle, teure Handtasche, die steigen im Wert. Besser als Gold, ich sag's euch. Haben die mir erzählt, bei Louis Vuitton, wenn du so eine Tasche hast, das ist, tja, hat einen Wert. So, was gibt's noch zu erzählen? Gibt's noch was zu erzählen? Nee, also ich werde dann, wie gesagt, am Sonntag, also morgen losdüsen. Und ab Montag werde ich dann in Potsdam schauen, nach Wohnungen und generell so ein paar Dinge erledigen. Ich weiß noch nicht, in welchen Abständen ich mich melden werde. Ich werde mich aber melden. Schade, dass nicht alle von euch Instagram haben. Man kann nämlich auch auf YouTube nicht irgendwie so eine Funktion einstellen, ja, heute kommt kein Video oder so. Oder vielleicht gibt es das und ich weiß es noch nicht. Kann ja sein. Gut. Also, kurzes Feedback. Was ist in meiner Tasche? Ich denke, das reicht völlig aus. Es ist trotzdem viel, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht irrsinnig viel. Dadurch, dass ich jetzt keine Paletten mitnehme, ist nichts Sperriges dabei und passt alles in so ein kleines Täschchen rein. Gut, falls ich was vergessen haben sollte, vielleicht fällt euch ja was ein, dann schreibt mir das noch ganz schnell. Aber eigentlich glaube ich nicht. Ich habe ja bis zum Nagellack alles dabei. Ja, ihr Süßen, ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende. Seid besonders gut zu euch und gönnt euch etwas Schönes. Und wir sehen uns dann in alter Frische nächste Woche. Ach so, noch etwas. Ja, das muss ich erwähnen. Ihr wisst ja, dass ich immer dienstags und donnerstags und samstags meine festen YouTube-Tage habe und manchmal auch zwischendurch ein Video reinstelle. Am 18. am Montag beginnt eine Gutscheinaktion für euch, also mit mir zusammen und Dalton, wo ihr 20% bekommt auf alle Produkte, sowohl Nähkosmetik als auch Dalton-Produkte. Und das heißt, es kommt, dieses Dienstag-Video kommt am Montag schon. Also wird Montag stelle ich das rein, dass ihr Bescheid wisst. Ja? So. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute und bis bald.